Hey, ich bin Tobi Knierim. Wir sind eine Gemeinde bestehend aus 3 Standorten und ich bin Campuspastor in Nürnberg. Hey, ich bin Michael. Wir sind eine Gemeinde bestehend aus 3 Standorten und ich bin Campuspastor hier in unserem Standort in Erlangen. Hey, ich bin Benno und wir sind eine Gemeinde an 3 Standorten und ich bin Campuspastor in Ansbach. Donnerstag und wieder Zeit für eine neue Folge von Mac Vlog. Und wir als Team, wir waren vorletzten Sonntag an allen 3 Standorten der Ecclesia Church unterwegs. Und falls du schon mal bei einem Gottesdienst der Ecclesia Church warst, dann weißt du, dass dort immer wieder gesagt wird, dass wir eine Gemeinde bestehend aus 3 Standorten sind. Und was das genau bedeutet, das erfährst du jetzt. Guten Morgen, ich bin Tine und heute nehme ich euch mal mit in den Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, mein Name ist Daniel und ich leite das Production Team in der Ecclesia Church. Und wir sind hier jetzt gerade in unserem Nürnberger Standort und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie wir die Predigt übertragen. Wir haben hier Standorte in Ansbach und in Erlangen und auch unseren Online-Campus und wollen die Predigt dorthin bringen und das ist nur mit Hilfe von ein bisschen Technik möglich. Und wir haben hier ganz links unseren ProPresenter-Rechner, auf dem werden Folien geklickt, es werden Texte eingeblendet, alle Videos abgespielt und von hier aus läuft das Bild in unseren Bildmischer, in den kommt einmal unsere Medien, unsere Folien und dann auch die Kameras, die gerade nicht angeschlossen sind. Und der Bildmischer klickt dann hin und her zwischen den verschiedenen Kameraperspektiven, macht die Einspieler, blendet die Texte ein und sendet das Ganze in eine kleine Box, die man jetzt gerade nicht sieht, die hiermit gesteuert wird. Und von da aus wird es einmal in unsere Standorte übertragen und ins Internet, auf YouTube und auf live.ecclesia.church. Wir machen das, weil wir eine Church an vielen Standorten sein wollen und egal an welchen Standort du kommst, sollst du in die gleiche Church kommen. Hier haben wir noch unser Audiopult. Hier wird der Sound für den Raum gemixt, beziehungsweise über ein Tablet aus dem Raum hinten. Und ganz rechts unser Lichtpult, mit dem das Licht hier im Raum gesteuert wird. Und der Livestream-Sound wird nochmal ganz speziell gemixt und das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Hier haben wir unseren Livestream-Mixing-Platz und alle Instrumente, die vorne auf der Bühne sind und vorne im Raum gemischt werden, sind hier auch nochmal extra und der Livestream-Operator kann jedes Instrument nochmal einzeln zusammenmischen, um den bestmöglichen Sound zu euch nach Hause in die Wohnzimmer und an die Standorte zu bringen. Steht eine große Sache. Willkommen zu Hause. Denk mal an zu Hause. Hier ist zu Hause. Ihr seid zu Hause. Wer ist denn zu Hause? Familie. Dass deine Gegenwart einfach so spürbar ist in diesem Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. 3. Auf die Gänse werde ich los! Besser als du.
Ganz, ganz herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus zum Gottesdienst. Ich freue mich so sehr, einfach diesen Moment aufzunehmen, in die Kamera zu schauen. Ich will euch alle willkommen heißen online, die ihr zu Hause am Start seid oder irgendwo unterwegs seid. Genauso auch alle unsere Standorte in Ansbach, in Erlangen. Leute weltweit am liebsten hätten. Und weißt du, und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, hey, das ist wahr, das ist sichtbar, okay, es gibt Deutschland und ich bin ein Einwohner, ich bin ein Teil dieses Landes, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt noch ein Reich, es gibt noch ein Land, davon bin ich auch Teil. Dieses Reich sieht man nicht, es ist das Königreich Gottes. Und wenn wir über das Reich Gottes reden, dann denken wir ganz oft über den Himmel und sagen, ja, irgendwann bin ich im Reich Gottes, ja, wenn ich denn mal das diese Erde verlassen habe und im Jenseits bin, dann bin ich endlich, ja. Wenn ich mal 70, 80 bin, Halleluja, dann bin ich im Himmel. Und lass mich dir sagen, es ist wirklich Halleluja, wir sind im Himmel, ohne Frage, ich will das gar nicht mehr. Aber du wurdest für mehr gemacht, als einfach nur irgendwann für den Himmel. Hey, und wenn du gerade da bist und du schaust zu oder bist an einem unserer Standorte und du sagst, hey Pastor, ich merke, ich bin eigentlich noch im Reich der Finsternis. Ich lebe ohne Jesus und ich brauche seine Gegenwart. Hey, dann kannst du jetzt Jesus einladen, der König und der Herr deines Lebens zu werden. Guten Morgen, ich bin Tine und heute nehme ich euch mal mit in den Online-Gottesdienst der Iglesia Church. Es ist Sonntag, kurz vor 10 Uhr. Und wir switchen auf den YouTube-Kanal der Iglesia Church und auf live.iglesiachurch, denn dort treffen sich die Leute, um Gottesdienst zu feiern. Das ist die Ansicht, die wir als Online-Gästeteam sonntags sehen. Und im öffentlichen Chat ermutigen sich unsere Gäste gegenseitig. Im Gastgeber-Chat können wir als Gastgeber hinter den Kulissen Informationen austauschen. Ihr habt gerade auch schon den Gebetsbutton gesehen, mein persönlicher Button, mit dem man einen privaten Chat öffnen kann und wo wir miteinander beten. Das war's für heute. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal im Online-Gottesdienst der Iglesia sehen. Einfach sonntags kurz vor 10 einschalten auf live.iglesia.church oder auf dem YouTube-Kanal der Iglesia Church. Ich freue mich bis dann. Tschüss! So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Du konntest Einblicke erhalten in die Iglesia Church und alle drei Standorte. Und wenn du es heute auf dem Herzen hast, etwas zu geben, dann klick gerne auf den Link in der Bio. Und sonst sehen wir uns nächsten Donnerstag.